Servus Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ey, was geht? Willkommen zu deinem Blog. Wir fahren gerade gemeinsam zum Flughafen. Allerdings bin ich am Beifahrersitz, hat einen guten Grund, denn ich steige da gleich aus und fliege los. Wir haben ein komplett neues Kamerasetup. Ultra krass, eine 8000-Euro Kamera. Es ist ja auch egal, was es kostet. Da kommt es ja dann auch im Endeffekt drauf an, was es leistet, nicht wahr? Ich hoffe, dass ich es damit jetzt selber hinbekomme, richtig geile Vlogs zu machen. Digga, die ist überschwer. Junge. Och nee. Ach Digga, nee, ich krieg sie nicht hochgehalten. Na toll. Anyways, ich fahre jetzt zum Flughafen nach Düsseldorf, dann geht's rein in den Flieger. Ich flieg nach Mykonos. Überspontan, die Jungs, das sind Amar, Sydney, Nico, Sascha, Mickey und Trimax. Willy und ich, nee. Willy ist raus, der hat da dann irgendwie nicht geschafft. Willy wäre noch mit dabei gewesen. Haben gefragt, ob ich spontan mit nach Mykonos kommen möchte. Und natürlich habe ich mir direkt ja gehört und gesagt, let's go, rein geht's. Ich bin echt gespannt. Die ersten Nachrichten von Max in der Gruppe lassen viel erwarten auf jeden Fall. Ich will jetzt nicht näher ins Detail gehen. Ich nehme ein bisschen mit, wir werden wieder ein bisschen vloggen, mal schauen. Ich kann auch gar nicht garantieren, Leute, dass jetzt jeden Tag hier ein Vlog oder irgendein Video kommt. Ich schaue einfach mal, wie es ist. Ich werde auch von da auf jeden Fall streamen. Ich habe Streaming-Setup mit dabei, Laptop ist mit dabei, Camlink ist mit dabei und auch ein Mobile-Setup ist am Start. Wird auf jeden Fall ganz chillig. Auch geil, ich freue mich richtig drauf. Ich darf mit Max ein Zimmer teilen und habe richtig Bock, ihn den Arsch abzuwischen und ihn dann noch abends mal zu baden, zu duschen und zu waschen. Wird eine sauna geile Nummer. Pflegepauschale steht. Ich würde sagen, wir sehen uns später im Flieger am Flughafen. Taxen. Hier ist kein Fahrer, ich wollte mal, also Dicker, ich bin einfach verabschiedet. Anyways, wir sind angekommen und ich fahre jetzt direkt zum Restaurant, wo die Jungs sich schon ordentlich einen reingezündet haben. Da sehe ich mich auf jeden Fall drin, definitiv, let's go. Dicker Julius, bei Gott, komm nicht auf die Idee, hier irgendwelche Schnittbilder mit schöner Musik kannst du schneiden, ich bin nicht Dena. Gesagt, dass ich soll mit Koffer kommen. Okay, du warst schon mal hier, gib mir eine Room, so schnell. Hey, was geht ab? Okay. Alright. Ich hab meines. Moment mal, Digga, bin ich der Einzige, der im Keller ist? Es gibt ein Bett oben, das steht am Mar, weil er das alles organisiert. Okay, das gönnen wir ihm natürlich, klar. Er ist komplett dunkel. Er hat ein Balkon oder Zimmer. Okay. So, hier schlafen Sascha und Nico. Aha. Doppelbett? Ah, es war jemand da und hat die Betten gemacht, geil. Hä, Bro, dann höre ich dir doch immer. Oder nicht? Ja. Ja, okay. Also hier schlafen Micky und ich. Hey, warte mal, wieso wolltest du jetzt mit Micky in einem Zimmer schlafen, statt mit mir? Sei ganz ehrlich. Ich war früher da, ich will mit dir schlafen. Micky hat einen Zwang, er lässt immer nachts einen Föhn laufen. Aha, einen Föhn? Was? Das ist kein Witz, frag ihn selber, er lässt einen Föhn laufen. Warum? Das pustet ins Gesicht, er mag das, er mag das Geräusch, das beruhigt ihn, keine Ahnung. Das ist dein Ernst? Das ist wirklich mein Ernst. Ich werde gleich fragen, ist eine Psychose? Wir waren so auf den Hotels. Er kommt um 3 Uhr nachts rein, macht erstmal einen Föhn, dann ich wach auf. Und er so, das ist so ultra entspannt, das Geräusch. Und so richtig heiße Luft im Sommer. Ja, sehr entspannt. Mhm. Ja, okay, ist sehr okay, schönes Zimmer hier. Ja, auf jeden Fall. Hier schlafen dann Micky und ich. Mhm, und ein Bett ist noch frei. Okay. Hier ist ein Bett, das Badezimmer. Ja. Ich hab einen Stein. Du hast hier echte Steine, ja. Du hast richtige Steine eigentlich. Guck mal, dein Bett ist auch voll geil. Dein Bett ist locker 50 cm breit. Hier kann ich mein Setup ja auch aufbauen. Hier kann ich mein Setup hinstellen. Das rutscht bestimmt hier nicht runter, der Laptop. Hier ist doch cool, die Herzen auch so chillen. Mhm. Hier würde ich mich dann immer sehen zum Liegen so. Ja, nach dem Duschen setze ich mich hier nackt. Ultra geil. Wir müssen ständig hier kommen und duschen, aber ist ja dir egal. Hä? Na, ihr habt doch eine eigene Dusche. Das ist die einzige Dusche. Nein, ich hab doch auch im Zimmer eine Dusche gesehen. Wir duschen dann. Schlafzimmer. Aber ihr habt doch hier. Hä? Warte mal. Oh mein Gott. Die ist direkt neben dem Bett. Doch so klug, geil. Ja, okay, dann bin ich ja gespannt. Okay, jetzt. Nee, sehr cool, okay. Mhm, dann gehen wir hoch. Ah, Micky. Hey, der ist auch chillig. Möchtest du alleine schlafen oder möchtest du mit mir schlafen? Ich möchte mit dir schlafen. Okay. Aber du liegst dann da, ich lieg an der rechten. Und ich bin direkt nebenan, Jungs. Ist ja mega chillig. Ich würde es mehr fühlen, ja? Und in dein Bett hier reinrutschen. Können wir machen. Kannst du machen? Würde ich dann können wir auch mal zu dritt eine Bett machen, oder? Kurz das Bett? Ja, wollen wir. Nee, machen? Nicht jetzt machen wir. Okay, William, vielleicht melde ich mich nochmal. Jetzt zeigen wir noch kurz einmal. Also hier ist ein Wohnzimmer, das ist okay. Mhm. Da ist mein Setup, zeigt das? Alter, ich habe auch komplett alles dabei, ne? Ich kann so der mit Clash Royale grinden. Hey, ich habe dir auch ein LAN-Kabel mitgebracht, falls du eins brauchst, ich ne? Alles dabei. Ich habe 20 Meter LAN-Kabel, so lange hast du nicht. Länger, nein, hast du nicht. Mein LAN-Kabel ist viel, viel länger, Bro. Und oben schlafen Sascha. Oh, solo Amaro. Alter. Junge, check mal sein Badezimmer. Ui. Oh, guck mal. Das ist aber jetzt organisiert. Das hat er sich auch verdient, ne? Ja. Da hinten ist das Fitnessstudio. Mach mal Salto für Revis Vlog. Schnell.
Also ich nicht, aber ihr. Was für ein Traum. Hey, ganz kurz. Außenbereich. Überwichtig. Ist ja Sonnenbrillenwetter. Außenbereich. Ganz wichtig. Cool. Area. Barbecue Area. Wunderschön. Digga, chillig. So chillig, Bro. Hey, brauchst du vielleicht noch ein Handtuch? Sehr geil. Hier vorne hast du die Treppe runter. Eine sau weirde Treppe. 10,90 geht da runter. Und hier hat's ein 1A-Gym. Wirklich no joke. Also ich sehe mich hier ehrlich jeden Tag, jeden Morgen. Schaut mal bitte. Es ist ja wohl. Das ist ja wohl. Es ist im Großen und Ganzen. Ist es einfach nur. Es ist ein Traum. Hey, Max. 19.53 Uhr. Können wir gleich noch was essen gehen? Nee, ich hab nur überarbeitet, du hast doch noch mal Hunger. Nee, du warst im Flieger, du Arsch. Nee, was machst du da? Ich hab über Hunger. Oh, wir haben doch gerade gegessen. Ja, aber ich nicht. Ah, du warst ja nicht dabei. Ja, dann lass uns noch mal was essen gehen. Das, ey, ganz ehrlich, es ist zum Glück ist es hier so günstig, Digga, dass wir einfach noch mal was essen können. Ja? Egal. Okay. Also Streaming läuft hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man kann das hier sehen. Das ist extrem lagfrei, extrem nice hier. Das sind auch extrem wichtige Bilder hier, die es hier hat. Ich krieg's nicht ab. Hier nochmal ganz kurz die Szenen aus dem Mars-Stream. Wo befindest du diese blauen Steine? Die sind sehr geil. Ey, danke nochmal an den Sponsoren für die blauen Steine. Hey, Revi! Au! 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 Ey, Jungs, ihr müsst mal einmal hochheben, wie schwer das ist. Ja, nice. Wir haben ihn jetzt gemacht, cool. Ey, guck mal. Junge, das Ding wiegt 10 Kilo oder so, 20 Kilo. Digga, ich krieg meinen Kopf da, glaube ich, nicht mehr raus, ne? Warte. Ah, oh, ich krieg meinen Kopf nicht mehr raus. Warte, du musst einer so bleiben. Ich krieg meinen Kopf nicht mehr raus. Für das Instagram-Foto, Junge. Ah, oh, ich hab ein Problem. Amma, ich krieg meinen Kopf nicht mehr da raus. Ey. Ey, für das Instagram-Foto, bitte. Einmal in die Kamera gucken damit. Okay. Und Amma. Jetzt einfach jonglieren. Einfach jonglieren. Nein, hör mal auf, lass mal bitte, Bro. Ich krieg den Kopf nicht mehr da raus. Warte, ich helf dir. Wir brauchen Butter oder so. Warte, meine Ohr. Er sieht aus wie so ein Mario Kart Charakter. Ja, lass mal drin. Ey, Digga, ich krieg meinen Kopf da nicht mehr raus. Was soll ich machen? Warte, red ich. Bro, es tut echt weh. Ich muss mein Ohr umklappen. Klapp mal mein Ohr hier um. Ah! Bro, das geht nicht. Au, au, au! Ich zieh raus, Ey. Du musst ziehen! Das geht nicht, du musst meine Ohren umklappen! Mama, hör auf! Okay, ich hör auf. Ey, mein Ohr. Und das Ding ist, alle lachen, ne? Alle lachen, aber das wiegt einfach 15 Kilo. Das ist ey, Mama, du musst mein Ohr hier umklappen. Klapp mal das Ohr hier um. Okay, warte. Du musst das Ohr irgendwie umklappen, ich sehe das nicht richtig. Digga, das ist schon umgeklappt. Das ist nicht komplett umgeklappt. Okay, ja, hab ich. Hast du? Hab ich. Ah! Ja, hab ich. Was mache ich jetzt? Okay, raus. Ah! Oh, mit Finger. Okay, warte, ey, lass erst mal. Warte, ich krieg's. Zieh weiter. Klapp das andere Ohr um. Okay. Das andere Ohr muss doch umgeklappt werden. Hol mal Butter oder so. Haben wir Butter hier? Olivenöl! Hol mal das Olivenöl! Olivenöl! Ey, das ist doch, das kann doch nicht wahr sein, oder? Bro, ey. Oh, das tut richtig weh mittlerweile. Fokus, Mickey, Fokus, oh Gott. Geh weg. Aber ich muss ja da hochkommen, da komme ich gar nicht rauf. Ich will es eigentlich woanders hin machen, das Olivenöl. Hey, Bro, wir müssen es kaputt machen. Nein. Wir müssen es kaputt schlagen. Digga, du kriegst Wir müssen es kaputt schlagen. Digga, wir müssen es kaputt hauen. Es geht nicht anders, oder? Was hast du vor? Da reinhebeln? Und du ziehst es mit der anderen Hand. Geh mal vorne, warte. Hey, Max, was machen wir? No joke. Was? Okay, jetzt zieh. Oder nehmen wir einen kleinen Urlaubsnotfall. Revi hat seit 40 Minuten dieses. Alles schon eingeübt. Du musst das auf dein Ohr machen, dann musst du dein Ohr hochklappen. Das ist no joke dumm. Wo ist der Hausmeister? Revi, verstehst du nicht, wie viel Kraft wir brauchen, um das Ding kaputt zu machen? Nicht so viel. Hör mal. Hey. Das ist keine dünne Schicht. Das ist wie ein Stein. Ja, wir müssen aber jetzt irgendwas machen. Vaseline? Ey, du hast doch Vaseline mitgenommen, oder? Nein.
Das ist halt echt, also guck mal, das sind so die kleinen Babys davon, aber die sind ultra hart. Digga, die sind so dick. Die kriegt man nicht mal kaputt. Ja, die sind echt dick. Glaubst du, die gehen kaputt, wenn ich werfe? Ja, aber bitte nicht auf meinen Fuß. Das ist echt strong, der Call. Hey, wir müssen sonst irgendwie eine Feuerwehr oder so. Eine Feuerwehr? Ja, Bro, was soll ich machen? Ey, wir haben es geschafft. Meine Ohren sind komplett tot. Rotes Todes beide. Micky hat einfach rausgerissen. Bis zum geht nicht mehr. Mein Kopf tut jetzt weh. Aber es hat sich erklärt. Das Gute ist, Ohrenschmerzen gehen schnell weg. Zumindest äußern am Ohr, weil das ist sehr viel Nervengewebe. Es geht ganz gut. Wie kann so was Dummes passieren? Ich check's nicht. Ich check's nicht, Mann. Kann ich dich vielleicht eine ganz kleine Sache fragen, Sascha? Es geht wirklich ganz schnell. Wenn du vielleicht kurz zusammenfassen könntest, wie dumm das gerade eben war mit diesem Ding auf meinem Kopf. Also, ich bin dir ehrlich. Ja. Es sah zwischenzeitlich so aus, als hätte ich geschauspielert. Als ob du es so wieder zurückziehst, so mäßig so schauspielerst. Aber dann dachte ich mir so, okay, den Joke macht er nicht länger als 5 Minuten, also ist halt ernst, ne? Ja, ich hab's wirklich ernst gehabt. Es tat übertrieben weh. Also, ich bin dir ehrlich. Ja. Ich glaube, man kann es halt selber gar nicht einschätzen, weil ich in der Situation war. Meine Ohren, guck die, hast du gesehen, wie rot die waren, ja, ne? Ja. So, man sieht auch noch, also man sieht da noch irgendwie was, dass da Reibung war. Ja. Aber das, dass du halt volle Olivenöl warst und so, Dicker, was ein Stress, Mann, ehrlich. Mhm. Aber zum Glück ist er jetzt gehoben worden, weil sonst hättest du halt wirklich wie so ein Huhn gegen den Boden so. Und im Endeffekt haben wir jetzt halt auch ein Killer-Video schon zusammen. Also das ist jetzt halt schon mein Vlog, weißt du, was ich meine? Genau. Das darf man halt nicht vergessen. Das Einzige, was man halt auch nicht vergessen darf, ist dadurch, dass dadurch halt, weil Mykonos so günstig ist, gerade mal ein 500stel vom Urlaub wieder drin ist. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also die Preise sind echt human. Ich habe eben Sushi gegessen, es waren 4 Teile. Das waren knappe 22 Euro. Das war wirklich echt zu schön. Was? Ja, aber zum Glück hat Nico das bezahlt, das passt. Ja, wir trinken jetzt gleich noch ein Bier am Strand, denke ich mal, für 20 Euro unten und dann... Und also wir zahlen erstmal 100 Euro pro Person Eintritt, dass wir halt für 20 Euro das Bier dann am Strand trinken dürfen. Ganz genau. Und ich würde sagen, in dem Falle war es von einem wunderschönen Video. Krass, heute viel passiert. Wahnsinn, ich bin mit dem Auto hingefahren, habe meinen Kopf in Schlüssel gesteckt. Arschgeil. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten. Checkt auf jeden Fall gerne mal bei Amar und den anderen vorbei. Großes Dankeschön geht raus an Amar, dass ihr alles organisiert hat. Und ich bin sehr froh, dass der Wille, mein Manager, der gerade hier ist, nicht mitbekommen, dass mein Kopf in diesem Ding gesteckt hat. Weil, wenn ihr das gesehen hättet, dann müsste ich heute Morgen schon wieder nach Hause fahren. Safe jetzt schon. In diesem Sinne, haut rein. Ciao, ciao.